Der Oldenburger hat weite Verbreitung gefunden, denn vor allem als Bauern- und Wirtschaftspferd ist er vielseitig und leistungsfähig. Aus dem berühmten friesisch-oldenburgischen Pferd der Vorzeit ist durch zielbewusste Zucht in dem Oldenburger das schwerste Warmblutpferd unserer deutschen Zuchten entstanden. Die Körung der Hengste ist seit weit über 100 Jahren gesetzlich eingeführt. Südoldenburg mit seinen leichten Geest- und Moorböden. Pferde, Rinder und Schweine beleben die Weideflächen. Wasserläufe für die End- und Bewässerung geben der Marschlandschaft besonderen Charakter. Die Zentrale der Pferdezucht ist die Geschäftsstelle des Verbandes der Pferdezüchter in Oldenburg. Jede Stammstute ist auf besonderem Blatt im Stutbuch registriert. Sämtliche Zuchtvorgänge, wie Paarungen, Fohlen, Geburten und so weiter, werden eingetragen. Die Körung der Hengste wird als wichtigste Zuchtmaßnahme seit 1820 durchgeführt. Die Hengsthaltung liegt seit jeher in Privathand und oft seit Jahrhunderten in den gleichen Familien. Privathengststation Roscharden, Südoldenburg. Drei Deckhengste, drei Prämienstuten, ein zweijähriger Hengst. Auf den leichteren Geestböden wächst ein Pferd ähnlichen Kalibers wie in der Marsch. Jährlingshengste auf der Weide in der Südoldenburger Geest. Kurz ist der Schmerz, aber lang währt die Auszeichnung, den Oldenburger Brand zu tragen. Zugstärke und ruhiges Temperament sind die besonderen Vorzüge des Oldenburger Pferdes. Es ist wirtschaftlich und leistungsfähig und darum überall begehrt. Zwei ältere Prämienstuten vor der Mähmaschine. Die große Schrittlänge kommt hier besonders gut zum Ausdruck.